So, Chat. Jetzt warten wir hier so lange und jetzt gehen wir immer so Step by Step, immer weiter auf die Bühne. Immer weiter auf die Bühne. Immer Schritt für Schritt. Immer so paar Zentimeter nur. Das machen die Profis so, die eigentlich nicht auf die Bühne dürfen. Und ich kann jetzt auch nicht in die Kamera gucken, sondern ich muss jetzt immer näher hier auf die Bühne drauf. Ja, immer näher drauf, so. Und wenn ich nah an der Wand hier bin, die Wand ist dunkel und ich auch, erkennt mich keiner. Ich bin sozusagen getarnt. Jetzt gucke ich hier so ein bisschen rum, laufe immer weiter. Und dann gleich stehe ich neben dem Moderator. Und wenn ich neben ihm stehe, dann frage ich ihn, ob ich einen Strohhut haben kann. So, der ist hier komplett konzentriert hier an dem PC, der sieht mich gar nicht. Aber der andere, der sitzt da. Und das ist natürlich fantastisch. Jetzt ist das Problem, auf 3 Uhr sitzt noch der Kollegenmoderator, der mich die ganze Zeit anschaut. Deshalb muss ich so ein bisschen tun, als würde ich das hier so ein bisschen präsentieren und so tun, als würde ich das so ein bisschen abchecken. Außerdem ist der Moderator 2,20 Meter und hat ungefähr 160 Kilo. Wenn der einmal atmet, fliege ich weg. Da sind wir uns einig, Chat. Das heißt, es ist auch jetzt körperlich wird's gefährlich. Das ist bestimmt so ein richtiger Landwirt, der die Kühe noch nicht auf die Weide treibt, sondern der trägt die Kühe mit seinen bloßen Händen, trägt er die Kühe auf die Weide drauf. So sieht er aus, ganz ehrlich. So, jetzt bin ich schon wieder 3 Meter weiter. Chat, eins im Chat, wenn ich es schaffe. Eins im Chat, wenn ich gleich neben ihm stehe. Eins im Chat, wenn ich es gleich hab. Sieht ganz fantastisch aus, ich gehe immer weiter, ich bewege mich immer weiter. Bin ich jetzt gleich hier auf der Bühne, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Immer weiter, noch weiter. Klasse, ganz toll. Die Bühne, Landwirtschaft und weiter geht's. So, jetzt bin ich schon fast da. Ah, Leute gucken schon im Publikum. Das sieht toll aus. Alles, das sind bestimmt alles so Landwirte-Fans auch. Fans von Kühen und Schweinen. Ja, Gülle. Ja, ja. Wie bringt man Gülle aufs Feld, ist gerade hier das Thema. So, ich gehe weiter. Und dann hat man hier nochmal die Möglichkeit, eben die Grafik dann auch zu sehen. Und die ist natürlich toll. Und jetzt wurde ich entdeckt. Oh, oh, ich wurde entdeckt. Die Sicherheit hat mich gleich. Aber ich gehe einfach weiter. Das, naja, ich wurde erkannt. Ich wurde erkannt. Scheiße. Aber das ist eben genau das, was diese Bühne ausmacht. Ich muss jetzt so tun, als würde ich so ein bisschen moderieren, ja. Hände gehen hoch. Frage ist da. Klasse. Ich hole jetzt mal so einen Strohhut. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Strohhut. Chat, seid ihr da? Ach Gott, es ist so unangenehm. Klasse. So, ich bin komplett von der Security rechts. Ich bin komplett unter Beobachtung. Komplett. Ich fliege gleich raus. Dann sehen wir es. So. Die gucken auch alle auf die Leinwand, gell? So, und jetzt muss ich gleich dahin und einen Strohhut mir holen. Und der eine Security, der da seitlich sitzt, der guckt auch gar nicht mehr auf die Leinwand, der guckt nur noch mich an. Ach, wie unangenehm. Okay, ich hole mir jetzt einen Strohhut und dann gehen wir wieder runter. Also man kann hier Spielsimulatoren holen. Und da kommst du mal zu mir? Kommst du mal zu mir? Ah, jetzt haben wir doch einen. Den muss ich jetzt als meinen Freund holen. Da ist er doch, Kollege, Moderatorenkollege, Max, servus, von Max Malschradin. Tobi, wir streamen hier mit 2.500 Zuschauern und wir haben gerade so ein bisschen den Stand hier vorgestellt und ich wollte fragen, ob ich einen Strohhut bekomme. Selbstverständlich. Geil. Du fragst ja wenigstens. Natürlich. Ich habe schon Kollegen, der Kollege Pocher oder so, die nehmen sich sowas einfach immer. Ah ja, aber Kollege Pocher, davon möchte ich mich distanzieren, sag ich dir, das ist. Ja, ganz höflich fragen, ich habe mich so ein bisschen angeschlichen. Aber guck mal hier, dein Kameramann, der guckt da schon ganz traurig. Ja, ja, ja. Der muss auch auf jeden Fall. Er will einen Strohhut haben und vielleicht hast du so 2, 3 Strohhüte für mich. Ich geb dir ein paar mit. Geil. Und diejenigen, die jetzt gerade live zuschauen, ja, ihr schreibt einfach irgendwie, haut was in die Tasten und schreibt einfach irgendwie was ganz Nettes. Oder du machst so eine kleine Challenge und dann kannst du vielleicht so ein paar Sachen auch noch geil machen. Nochmal ganz kurz, ihr seid was für ein Stand, was für ein Simulator? Das ist der Landwirtschaftssimulator. Und der ist ziemlich geil, muss ich sagen. Und der ist ziemlich gewachsen, würde ich sagen. Ja. Und vor allem große Fangemeinde, gell?
Das auf jeden Fall. Der wurde der 19er, der wurde über 20 Millionen Mal verkauft. Jetzt der aktuelle, der 22er, 3 Millionen Mal. Man muss ihn mögen. Ne? Ich meine, gibt natürlich, das ist natürlich ein ganz bestimmtes Klientel, aber Grafik mega geil und vor allem extrem realistisch, gell? Ja, das Ding ist halt klar, natürlich grafisch gibt er klassische Spiele, da soll das Bild gewaltig sein, explodieren, der Sound und so weiter, da ist man dann erst dann zufrieden. Hier geht es tatsächlich um die Prozesse, um alles, was mit der finde ich geil. Das ist halt ein bisschen komplexer, ne? Ja, klar. Ist auch, wenn du jetzt so ein Call of Duty-Spieler da mal hinsetzt, der ist auch am Anfang erstmal ein bisschen überfordert, weil er zwar steuern kann, aber nicht weiß, was er machen soll. Ja, so ist es nämlich. Das ist schon geil, ja, finde ich gut. Aber ist auch trotzdem okay. Jeder absolut. Soll spielen, natürlich, für Gottes Willen, klar. Genau, du kriegst dann, geil. Servus. Hallo. Du bist der Beste. Danke dir. So? Alles Gute dir. Ciao. Ja, Freundlichkeit setzt sich durch, ich hab's geschafft, Hüte. Am Ende, Freundlichkeit, habt ihr gehört, Pocher, geht einfach drauf, nimmt sich die Dinger und geht wieder. Wir sind aber nicht Pocher. Olli, hast du gesehen, wie es geht? Schau zu und lerne, Olli. Und du hast dich auch lange nicht mehr gemeldet, Olli, ganz ehrlich. Meld dich mal wieder, Pocher. Der Pocher meldet sich mehr, ich weiß ganz genau warum. Weil der Olli, nein, der Olli sagte mir, du bist so wirklich so klein. Ah ja, ruf mal wieder an jetzt, ich hab Hüte. Hüte für mein Team. Willst du einen Hut? Geil, Flight-Simulator, Hut. Du auch? Klar, nehmen wir noch einen Hut. Klasse, bist auch ein Hut. Ja, komm her. Du bist der? Leon. Leon, du kriegst den Hut, wenn du es 30 Sekunden lang schaffst, mit mir zu sprechen, ohne Ja oder Nein zu sagen. Kriegst du das hin? Wahrscheinlich. Darfst du nicht Ja und nicht Nein sagen. Und du musst in ganzen Sätzen antworten, okay? Okay. 30 Sekunden, los geht's. Wie heißt du? Leon. Leon, bist du mit deiner Freundin da? Ich habe gerade keine Freundin. Bist du Single? Im Moment ja. Scheiße. Okay, der Hut bleibt da. Du willst probieren? Ja. Na komm her. Also, in ganzen Sätzen antworten. Du darfst nicht Ja und nicht Nein sagen. Nicht sagen kann sein, okay, sondern ganze Sätze, nicht einzelne Worte, okay? Also, 30 Sekunden ab jetzt. Du bist die? Alina. Alina, bist du das erste Mal auf der Gamescom? Seit langer Zeit. Ach, du warst aber schon mal da. 2019. Und bist du jetzt alleine hier? Mit meinem Cousin. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Irgendwo da hinten. Und nur mit dem? Mit meiner Cousine. Cousine. Und wie alt bist du? 19. Hast du Spaß auf der Gamescom hier? Die ist ziemlich cool. Ja, ne? Mhm. Gewonnen. Ja, für meinen Freund. Ja, für den Freund natürlich. Das ist doch schön. Für den Freund, wunderbar, wunderbar. Da sind wir auch bei YouTube wieder mit dabei, klasse. So, wir haben immer noch eine Playstation. Hallo? Hallo? Herzlich willkommen bei 1 Live vom WDR. Der jugendliche Sender, der nicht nur Radio macht, sondern auch Fernsehen. Und die können wirklich was. Also das ist wirklich so, 1 Live ist der Sender, den sie alle mindestens auf Programmplatz 1, 2, 3 oder 4 haben müssen. Schmeißt RTL 2, RTL raus da jetzt. Der ganze Schmuddel weg. 1 Live da oben drauf. Fertig. Tolles Studio. Gefällt mir sehr, sehr gut. Tolle Technik. Wie funktioniert das hier? Zeig ich dir gerne. Du bist der? Yannick. Moin. Yannick. Toller Name. Yannick, ich bin der Max. Und viele fragen mich, ob ich der von 1 Live bin. Bist du aber nicht, oder was? Ich bin der von 9 Live gewesen. Von 9 Live? Oh. Kennst du 9 Live? Tatsächlich, ja. Gewinnspiele. Ja. Und alle fragen mich dann, du bist doch der von 1 Live. Hast du was mit 1 Live zu tun oder machst du hier Promotion? Ich mach Promotion für die Fotobox-Geschichte. Was muss ich machen? Du musst dich da hinstellen, passt ganz gut. Ein Stückchen weiter nach vorne. Ja. Ganz klar, bisschen, genau. Wenn du möchtest, bekommst du noch ein Laserschwert. Ja, möchte ich. Und dann, was muss ich dann? Warte. Rot passt zu dir. Ja, geil. Geil. Dann musst du am besten in die Kamera da unten gucken. Also ja. Alle machen gleichzeitig ein Foto. Okay. Und genau, wird dann später zu so einem Video zusammengesetzt. Nee, musst du nicht. Das ist eine Momentaufnahme. Genau, wenn du soweit bist, kannst du irgendwas Cooles machen oder in die Kamera da. Ich bin soweit. Ja. Am besten hier zu. Perfekt. Ich starte mal den Countdown. I don't wanna win it. 1 Live. And oh, Anna. 1 Live wäre doch auch mal Böhmermann, oder? 1 Live.
Böhmermann. Checker. Wie lange muss ich mich bewegen? Ich kann nicht mehr. Ja, gar nicht mehr. Achso. Fertig, was habe ich jetzt gewonnen? Jetzt hast du ein wunderschönes Bild gewonnen. Okay, wo ist das Bild? Da rechts wird es angezeigt. Okay, geil. Nee, das ist doch super. Das nehme ich. Das kannst du jetzt einmal runterladen, also du kriegst ein Foto ausgedruckt und hast. Das ist ausgedruckt und möchte ich haben. Wir haben hier noch Button. Hot Button on Fire. Eins live. Eins live, Hot Button on Fire. Überall ist der Hot Button, überall! Chat! Dankeschön. Das kannst du den QR-Code einscannen und dann hast du das wunderschöne Video, was du da siehst. Sieht super aus. Perfekt. Ich danke dir. Alles Gute. Eins live. Hallo. Chef, kurze Frage. 5 Euro, wenn du nicht ins Mikrofon sprichst, wir würden ein Video hochladen. Ist das okay für dich? Natürlich. Ja, du hast schon verloren. Du darfst doch nicht reinsprechen. 5 Euro, wenn du nicht reinsprichst, Chef. Ich habe gar nicht zugehört. Wenn ich rede, warum hörst du nicht zu? Kannst du nicht machen. Naja, trotzdem danke fürs Mitmachen, lieber. Das war bodenlos. Das war bodenlos. Hört auf, schneide das raus! Schneide das raus! Da habe ich komplett hops genommen. Aber das ist schwer, ehrlicherweise. Das war sehr gut. Das hast du sehr gut gemacht. So, komm, wir spielen ja nein. Okay, komm, jetzt bin ich dran. Ja, let's go. Pass auf, du hast 60 Sekunden. Ja. Wir unterhalten uns, du darfst nicht ja und nicht nein sagen und antwortest in vollen Sätzen. Okay. Das war's. Okay, ist ja easy. Total easy. Oder? Auf die Plätze, fertig, los. Du bist der? André. André? Braun heiße ich. André Braun heißt du? Absolut richtig. Und du bist das erste Mal auf der Gamescom? Heute zum ersten Mal. Ernsthaft? Tatsächlich nicht so oft, noch nicht so oft da gewesen. Okay, aber du bist ja auch relativ erfolgreich auf Social Media, ne? Das behauptest du jetzt. Ja, das weiß ich, kenne dich ja. Ah, du kennst mich sogar. Natürlich. Das ist ja der Wahnsinn. Hast du gerade gesagt, ja, du kennst mich sogar? Auf keinen Fall. Hast du nicht gesagt, ne? Nein, sowas für nein, ich sag, nein, sehr gut. Sehr, sehr gut. 1-1. Ja, unentschieden ist fair. Ich würde sagen, wir machen die Tage nochmal eine Revanche. Bin ich dabei? Ja, sehr gut. Dann mal lieber. Tschüss, mal lieber. Mal rein, ciao. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Wer ist das? Erklärt es mir kurz. Das ist Quali-Spiel, ja. Das ist Quali-Spiel. Auf die Plätze, fertig, los. Zeit läuft. Also ich habe die Regeln erklärt, hast du sie verstanden? Habe ich. Das ist doch fantastisch. Habe ich, hat zwei? Zwei was? Zwei H. Wusstest du gar nicht, ne? Korrekt. Ganze Sätze? Ganze Sätze. Du musst ganze Sätze sagen? Ich muss in ganzen Sätzen antworten. Du musst in ganzen Sätzen antworten? Das kriege ich hin. Okay. Marleen, alleine auf der Gamescom? Ich bin mit meinem Sohn da. Wo ist er denn? Drin in der Halle an der Ecke. Und wie heißt er? Nando. Nando? Vielleicht guckt er gerade zu. Ist aber ein schöner Name, oder? Korrekt. Aber Achtung, ganze Sätze. Oh, ganze Sätze. Nando ist ein sehr schöner Name. Ja. Und einzigartiger Name. Und hat Nando Geschwister? Nando hat keine Geschwister. Nando hat eine tolle Mama. Das muss man wirklich sagen. Eine sehr tolle sogar. Eine fantastische. Und sind Sie Lehrerin? Ich bin keine Lehrerin, werde hier aber auch bitte nicht mehr gesiezt. Habe ich Sie gesagt? Korrekt. Achtung, ganze Sätze. Ganze Sätze. Aber es war jetzt schon das dritte Mal. Ich wurde gesiezt. Ich weiß nicht. Ich wurde wieder gesiezt. Ja, tut mir leid, ich sag jetzt du, okay? Das wäre sehr schön. Ich finde, du Spiel machst du gut. Finde ich auch. Und bist du ein bisschen nervös? Ich bin nicht von der Vorbei. Eine Minute? Eine Minute, korrekt. Mutti hat's drauf. So, jetzt muss der Chat mal entscheiden. Also, ich fand's gut. Ach so, wegen dem Einsatz. Ja, ich fand's gut. Und sie hat jetzt dreimal immer nur mit einem, also nicht in den ganzen Sätzen geantwortet. Das haben andere auch schon gemacht und wir haben es rausgehauen, aber... Rausgehauen? Da, der Chat... Weiter. Geschafft! Seniorenbonus! So, jetzt pass auf, es geht um die PlayStation 5. Nee, Pflaster, weil ich so nett bin. Wir24.tv, ein neuer Fernsehsender in Deutschland, präsentiert die PlayStation 5. Sehr schön. Das heißt, diese PlayStation 5 kannst du jetzt gewinnen. Es geht um Folgendes. Du hast jetzt 60 Sekunden Zeit. Das ist nicht viel. 60 Sekunden Zeit. Auf dieser Area hier oder in der Area drinnen auf dem Fluren Menschen zu finden. Und jetzt müssen wir ganz kurz das Spiel machen, welche Menschen zu finden, die, was haben wir gesagt? Das erste? Nee, das andere? Was war? Ja. Du musst jetzt... Nein, ich renne jetzt mit der Kamera mit, weil jetzt gibt's Action. Ihr bleibt hier, das Team bleibt da. Du hast jetzt 60 Sekunden Zeit. Du nimmst die Kamera. Die Kamera. Das ich nehme die Kamera. Du findest mir jetzt einen und keiner darf helfen hier. Ja. Du rennst da rein. Ja. Ich darf wieder Ja sagen. Ja. Und du suchst jetzt einen
der im Personalausweis genau 1,87 Meter groß ist. Oh, Achtung, 1,87 Meter groß, 60 Sekunden jetzt. Hier gibt es keinen so einen großen. Da rein, mal deinen Ausweis. Renn da. Ich bin 1,92, ich habe meinen Ausweis nicht dabei. 1,87, nee, zu klein. 1,87, darf es auch drinnen sein? Im Ausweis muss es stehen, ne? Im Ausweis, 1,87. Oh, fuck. Wer ist 1,87 groß, Mensch? 1,87, hier ist keiner, 1,87. Hier ist doch kein großer. Hier ist kein großer. Hier gibt es keine großen Menschen. Der ist doch kein 1,87, niemals. 1,87, wo? Hier gibt es keine großen Menschen. Stehen bleiben. Weiter. Hast du... Was ist das? Ich muss schauen, was steht in meinem Ausweis. Ausweis kostet Zeit. Der ist kein... Alvin, du... Dann weiter! Hier ist keiner so Renn groß. Renn doch da mal weiter. Hier ist aber keiner so groß. Da kommen doch alle dir entgegen. Es sind lauter kleine Pimpfe wie mich. Du musst fragen. Da steht nirgends 1,87 drin. Kannst du knicken. 1,87? Niemand. Hau irgendeinen an. Aber die sind alle winzig. Die sind alle winzig. Und jetzt schauen wir... Ob du recht hattest, vielleicht bin ich ja 1,87. Die sind alle winzig. Also los. Du bist doch keine 1,90. Komm, niemals. Ja. Also das wäre jetzt super. Also pass auf. Was, du bist 1,82? Du bist doch kleiner. Ich weiß nicht mal, was in meinem Ausweis steht. Ich weiß es gar nicht. Ach komm, du bist doch kleiner als er. Das war jetzt doof. Ja, doch, also machen. Kann ich auch nichts für, wenn da lauter Pimpfis laufen, Mensch. Was sagst du, was, wie groß bist du? Eins. Ich hab's hier. Wir können schauen. Sag an. 1,86. Dein Ernst? Ja. 1,86. Hier rennen nur Pimpfis rum. Aber schau mal, in der Größe, wie mein Kameramann. Er ist jetzt 1,86 im Personalausweis. Das ist auch nur das, was hier steht, aber das ist halt praktisch. Aber das ist das, was entscheidend ist. Wer kann aber du hast, mal ganz ehrlich, du kriegst auf jeden Fall einen Preis von mir. Finde jemanden. Das Spiel heißt Finde jemanden. Okay. Du bist jetzt der erste Kandidat, wo wir die Regeln so ein bisschen auflockern. Finde jemanden in 60 Sekunden, der laut Personalausweis genau an diesem heutigen Tage oder generell aktuell laut Personalausweis 37 Jahre ist. 37 Jahre. 60 Sekunden. Okay. Jetzt rennst du los. Hier ist das Mikro. Okay. Alles klar. Zeit läuft jetzt. Okay, jetzt suchen wir jemanden. Hi, Entschuldigung, bist du 37 Jahre alt zufällig? Ja, zufälligerweise 37 Jahre alt. Ehrlich? 37 Jahre alt? Zufälligerweise. Nee, auch nicht? Nee. Schade. Okay. Gucken wir mal weiter, schnell. Gehen wir mal hier hin. Hi, bist du zufällig 37? Nein, ne, oder? Ist einer von euch zufällig 37? Nein? Einer von euch 37? Ist einer von euch 37? Nein? Bist du 37? Ja. Ja? Bist du 37? Wirklich? Dieses Jahr? Ich bin 37 dieses Jahr geworden. Ja! Geil. Aktuell bist du 37. Bitte? Du bist jetzt 37 gerade. Ich bin 37. Das ist es. Ehrlich? Das ist das Ding. Du hast eine Playstation gewonnen. Nicht dein Ernst. Ich schwöre. Nicht dein Ernst. Zeit. Passt. Ehrlich? Wir haben einen. Kannst du einen Personalausweis kurz? Nicht dein Ernst. Du hast gerade eine PlayStation 5 gewonnen. Nicht dein Ernst. Schwöre. Ach krass, schwöre. Wirklich jetzt? 37. Warte ganz kurz. 85, 23.02. 37. Du hast den Grill. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Da ist das Ding. Wie fühlt sich das an? Mega geil fühlt sich das direkt an. Direkt raus. PlayStation ist raus. Komm mit. Wie lange hat er gebraucht? 53 Sekunden. PlayStation, wir24.tv, PlayStation raus. Da ist das Ding. Nicht dein Ernst. Schwör's dir, was machst du jetzt? Jetzt hast du die PlayStation. Ich werde doch immer ein Video auf jeden Fall machen. Jetzt hast du eine PlayStation. Jetzt ist sie raus, jetzt musst du die ganze Zeit die PlayStation mit dir rumtragen. Ja, gerne. Nicht dein Ernst. Chat, sagt ehrlich, PlayStation ist raus. Ey, geil. Ich freue mich so sehr, ich bin so geflasht gerade. PlayStation gewonnen. PlayStation gewonnen. Jetzt ist es. Hast du ein Edding? Gesponsert
bei wir24.tv, das ist ein Fernsehsender, wo ich selber arbeite, kannst du gerne mal verlinken auf Insta, das im Fernsehen so ein bisschen runterladen, bei waipu.tv ist wir24 und jetzt kriegst du hier eine PlayStation, die originale. Ich bin gerade selber live. Ja, krass aus. Unterschrieben. Hammer. Nicht dein Ernst. Alter. Da ist das Ding. Kannst du nicht fassen, ne? Ich glaube das gerade selber nicht, ne? Kannst du nicht fassen. Jetzt bist du. Nee. Wie einfach das ist, oder? Alter. Wie einfach. Hammer. Ich freue mich gerade so. Einfach mal jemanden finden innerhalb von 60 Sekunden, der 37 ist. Hammer. Nassen gekriegt. Ich bin so geflasht. Ey. Glückwunsch. Die Mutti kriegt einen Funkkopfhörer. Ohne Witz, ist ordentlich. Ordentlich. Das kostet richtig Geld. Komm, wir gehen nochmal zu Mutti. Zu Mutti der Gamescom. Ein drahtloser Kopfhörer für dich oder für den Sohn. Gewonnen als beste Mutti der Gamescom 2022. Oh mein Gott, wie süß. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ihr könnt das gebrauchen. Ja, klar. Ja, klar. So, sensationell. Vielen Dank, Chat. Sehr gerne. So, Chat. Das war die Gamescom 2022 von Maximal Schradin. Ich fand's mega, ganz ehrlich. Es war noch geplant so ein bisschen gewesen, ob wir morgen noch hinkommen, aber wir kriegen es zeitlich von Terminen her nicht hin. Wir werden die nächsten Tage auch live bei mir wieder im Studio sein. Lasst gern Follow da bei wir24.tv. Insta, großes Thema auch für unseren Sender wir24.tv. Gerne ein Follow da lassen bei Insta. Findet es gerne auch bei waipu.tv. Macht mal einen Suchkanal bei euch im Fernsehprogramm wir24. Da würde ich mich freuen, dann sehen wir uns nämlich öfters nicht nur bei Twitch, sondern auch im Fernsehen. Nächstes Jahr sind wir auf den großen Bühnen, da gehen wir drauf. Scheißegal. Danke fürs Zusehen. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und dann sehen wir uns wieder spätestens 2023 oder bei mir im Livestream. Alles Gute euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Follow da. Liebe geht raus. Tschüss.